Was? Ich kann Dinge hier mit der Maus bestätigen? Was ist das denn? Zum. Ja. Die Textbox finde ich extrem cool. Was ich nicht so schön finde, ist das Face dazu. Also, wie das Face da angebracht ist, aber. Ja. Ich finde die Kleidung uns der Leute hier sehr beeindruckend. Wir haben Captain Rauschebart, Pink Haar in Tanga und Blondie im Anzug. Ja, wunderbar. Ernsthaft, der Junge passt nicht rein in diesen Trupp. Ja, schon. Ja, warum nur? Ist quasi One Piece. Ja, Ach, dann du kann es ja meine eigentlich nicht Güte. schief gehen. Nein, das sieht aus wie Lufia. Epische Musik ist episch. Ja klar, Schatz finden werde ich in allen Teilen. Selbstverständlich. Das ist wunderbar laut, sogar bei mir. Ja, das ist noch nicht schlecht gemacht. Auch wenn irgendwie. Nee. Das ist reines Rätsellösen. Was machen die Bomben? Tun die was? Ja, die machen mir Schaden. Wenn du sie berührst oder was? Ja. Wie übel. Ja, nee. Wie gehe ich über diese Gitter rüber? Kommst du nicht da an den Schalter ran? Auf der anderen Seite? Okay, was hat mir das jetzt ge... Okay. Ja, siehst du mal. Wo kriege ich nur was her, was ich da raufschieben kann? Nee, die Kiste hättest du so oder so nicht gekriegt. Okay, es gibt immer noch diesen Weg. Wuhu! Oder auch nicht. Ja. Das hat funktioniert. Definitiv. Ja, doch, genau. Edward weiß Bescheid. Ja. Ja, das ja, was heißt wie Lupia? Es gibt. Lupia immer geil. Ich persönlich. Dennoch teilweise sehr undurchsichtig.
Nee, Level 4 Rätsel waren geil. Och ja, was haben wir denn da? Ja, alle Kisten darüber bringen, ne? Würde ich sagen. Wie viel Schalter hat's denn hier überhaupt? Fängsturm. 4. Lästig. Wie viele Kisten hast du? Ja, da steht eine. Das war unklug. Ja, lauf doch nicht in die Bombe rein. So, wie kriege ich jetzt alle drei darüber? Die eine hochschieben? Nicht die. Die andere. Die rechts. Die links. Einmal hochschieben und das Ding nehmen und dann nach unten schieben oder so. Nein, warte, Moment, halt, stopp. Tu doch sowas nicht. Was? Ich weiß nicht, was Tyler da macht, aber ich glaube, er macht es richtig. Ja, doch. Ich weiß nicht, wie weit ich hinterher hänge, aber das, was er im Moment tut, ist ganz okay. Ja, doch. Tyler weiß Bescheid. Ich glaube, das sind die Rätsel, die du bisher am schnellsten gelöst hast. Im Vergleich zu was? Im Vergleich zu sonst. Ja, das ist ein Spiel für Tyler, definitiv. Ich glaube, das ist der, dem bisher die Leute rumgeschrien haben. Kann das sein? Wer hat wo rumgeschrien? Wird mal gebrüllt. So, was fehlt mir jetzt eigentlich? Ach, der hier oben. Hahaha. Wie kriege ich den da durch, ohne die Bombe zu aktivieren? Gar nicht. Wieso? Und da hinten glaube ich auch. Nein, ich kann durch diese Büsche nicht durchschieben. Das ist das Problem. Du kannst nicht durch die Büsche durchschieben. Ja, dann musst du einfach bis zu dem Stachel schieben und dann außen rum gehen. Was weißt du, was das für ein Umweg ist? Es ist nicht leicht, ein Pirat zu sein. Der Typ hier ist auch kein Pirat. Der ist irgendwas, aber kein Pirat. Wieso ist er kein Pirat? Er schau ihn dir an. Was fehlt? Gut. Die Augenklappe, das Holzbein. Alles. Der Papa. Er braucht alles. Ja, das stimmt. Holy shit! Captain! Wat, wie heißt der Typ?
Wahn und der andere heißt Horn. Ja, okay. Oh, Captain! Oh, Captain, mein Captain! Natala! Jetzt komm mal durch! Ja, das hat doch super funktioniert schon. Hast du das rote Ding gar nicht mitgenommen? Ups. Ja, ich hab's noch nicht mitbekommen. Da wollte ich nicht hinlaufen. Du bist Game Over, oder? Ja! Das jetzt überhaupt richtig gemacht? Ich glaube nämlich nicht. Also ich bin eigentlich überzeugt, dass man das auch schafft, mehr da rein zu Oh ja, wie dreist, dass die Grafiken gemobst haben. Wie dreist. Ja, kommt ja auch sonst in der RPG Maker 10 überhaupt nicht vor. Überhaupt nicht. Ja, tut auch allen so weh. Noch ein Scheiter? Ich mein, was soll der das Bullshit? Das macht Arbeitsplätze zerstört, das definitiv. Schon wieder gleich tot ist. Ja, nach dem Tod lassen wir es dann aber auch. Ja. Ja, aber an sich ganz nett gemacht. Kann man sich nicht beschweren. Wenn man nicht Thaler heißt, ist das Spiel ganz okay. Ah, am Titelscreen sieht man auch, wie dieser Charakter eigentlich gemeint ist. So sehe ich den schon eher ein. So eigentlich mit offenem Hemd und, ne? Ja, ein bisschen auf schwul für Seemänner. Bitte?